Hatte ich einen vorne kriegen, werden wir nicht mehr. Und hinten raus hoffentlich wird uns keiner mehr kriegen. Naja, das sieht relativ... Habt da eine Banane versteckt, habe ich genau gesehen. Ach, da ist noch einer da hinten. Ah, ich hab den erwischt, Leute. Ah, guck mal, King Arthur. Wir haben Arthur überholt. Ja, Arthur, das war wohl nix, ne? Wenn du uns gleich runtercheckst, ne? Ich sag dir, dann ist... Ja, da wäre er gekommen. Ich glaub das nicht, ne? Das ist so... Boah, ey. Das ist so ein... behinderter Indie manchmal, ne? Komm, it's time for Rote Panzer. Ja, der ist runtergefallen, ne? Ja, hier bringen nämlich Rote Panzer auch so viel wie der Wind... wie der Wind einem, wenn man im Haus drin ist. So. Nehme ich irgendwie gar nichts. War jetzt ein blöder Vergleich. Ich weiß. Ich hab's nicht so mit Vergleichen, so mit Metaphern und so. Oh oh. Ja, bestimmt. So, komm. Triff den doch. Geh doch nicht. Ja, und dann natürlich der Blitz, ne? Arthur, wir kriegen dich. Du hast keine Chance. Aha. Eine sehr interessante Frage, die sich mir gerade aufdrängt. Hier kriegt er die Bombe zurück. Wie kann das sein, dass King Arthur... Ach nee, natürlich, die anderen waren schon durchs Ziel, deswegen wurde der von dem Blauen getroffen. Okay. Ich nehme alles zurück. Das Spiel ist logisch. Es ist so logisch, dass ich sogar die Logik nicht erkannt habe. Wie minus 5. Hör mal, kann das nicht sein hier. Wieso denn so wenig? Plus 12 Teilnehmer, hört sich gut an. Ja. Wenn ich sagen müsste, wenn ihr mich fragen würdet, welches ist denn deiner Meinung nach das Volk, was Videospiele am besten beherrscht, dann würde ich sofort sagen, die Japaner. Zumindest Nintendo sind die Japaner spitze, Leute. Klar kann man das nicht so pauschalisieren, da gibt's auch wieder welche, die sind schlechter, welche, die sind besser. Aber so generell denke ich, dass die Japaner wirklich richtig gut im Videospielen sind. Und sonst weiß ich gar nicht, kenne mich da gar nicht so aus. Ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr glaubt oder wer für euch das Land ist, die Nation ist, die am besten in sämtlichen Videospielen ist. Das könnt ihr mir ja mal, wenn ihr wollt, wenn ihr Lust habt, als Kommentar schreiben. Wieso hatten wir da gerade Flimmer-Action? SNES Geistertal, eine sehr interessante Strecke. Oh, jetzt nimmt der GBA Bowser Festung 3, unser komischer Mr. X, unser Alien, unser, naja, wir wissen es nicht. Eine sehr gute Wahl, finde ich. Das nehme ich beim nächsten Mal. Der hat mich wieder... Ey, Pilzschlucht. Geil. Zwar nicht bei uns ausgewählt, aber bei einem... wie nennt man das? Kollegen, sage ich jetzt mal. Ja. Der uns irgendwie nachgemacht kann man nicht sagen. Der auch die Strecke wollte. So. Manchmal habe ich so kleine Aussetzer. Nicht nur gedanklich, sondern auch sprachlich. Im Alter, da ist der mit den Sternen, ne? Ich weiß gar nicht, was der von mir will. Was will der von mir? Was macht er überhaupt hier? Er soll sich erstmal einen ordentlichen Namen zulegen, das ist schon mal das Erste. Und dann, naja, okay, kann ja sein, dass der in Wirklichkeit so aussieht, aber das... Ja, genau, ne? Und jetzt werde ich gleich wieder weggecheckt hier, alles klar. Ihr verdammt dreckigen Wesen. Ja, guck mal hier. Ich hoffe, ihr fallt rein. Da ist der Jack. Hey, Jack the Ripper. Hast du schon neue Opfer gefunden? Oh, Shadow Man! Oh, wenn ich... Oh. Bevor ich aufhöre zu Let's Playen, zeige ich euch Shadow Man. So ein beklopptes Spiel, Leute. Der Move, den er machen kann, ist einfach nur genial. Aber keine Angst, ich habe nicht vor aufhören zu Let's... Nicht vor aufzuhören zu Let's Playen, genau. Nein, nein, Leute. Das habe ich... Ach! Alter! So, fallt ruhig runter. Wieso ist der Japaner, wieso fällt er 30 Mal runter und ist immer noch da? Das verstehe ich nicht. Egal. Hier, meine Bananenspuren. Fast hätte mich wer auch immer da hineingecheckt. Aber ich konnte ausweichen, Leute. Hohohoho. Ja, genau. Natürlich. Ich sehe nichts. I don't can see the world. Hey, ich bin Erster. Aber da kommt er mit den Sternen. Irgendwie hat er ein extremes Tempo drauf, Leute. Fragt mich nicht, warum. Der ist bestimmt so ein dreckiger Cheater, ey. Der sieht schon so aus. Der sieht echt aus wie so ein Cheater. So. Komm schon. Hier, fahr rein. Leg dich hin. Mehr will ich doch gar nicht.
Aha, der hat eine Abkürzung. Nee, hat er nicht. Das sah gerade nur so aus. Bin total behindert gerade. So, hopp. Und hier hoch. Sehr schön gemacht. Zack. Alter. Nee, 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 nein, nein. Nö. Ey, wir sind noch Erster. Okay. Solange wir noch Erster sind, geht das. Aber ihr wisst schon, warum ich jetzt mich geärgert habe, ne? Wieder letzte Runde und wieder so ein Scheißblauer, ne? Boah, das wäre jetzt mies gewesen, wenn wir jetzt ordentlich abgekackt wären. Das wäre mies gewesen, weil das hätten wir echt nicht verdient. Wir waren Erster. Und wie wir Erster waren, ja? Haben uns da hart erkämpft. Und wenn wir dann wieder zurück in die elenden Tiefen des dritten, vierten, fünften Platzes gerückt wären, das wäre nicht fair gewesen, finde ich. Aber was ist an Mario Kart schon fair eigentlich? So viel Faires gibt's da eigentlich nicht. Unser Lakito-Freund, der ja die Mario-Spiele auch wirklich immer begleitet, ob es Mario 64 ist oder Mario Kart. Ah, nee, ich wollte gerade sagen, woanders weiß ich gar nicht, wo er uns noch begleitet. Aber er begleitet uns ja noch... Was sind das da für Fragezeichen-Namen da? Mein Gott, das sind immer komische Leute. Mario hier, Brothers zum Beispiel, New Super Mario Brothers, da begegnet er uns auch, da wirft er uns mit so Stachy-Dingern ab. Ja, Lakito mal gut, mal böse, man weiß nicht so recht, zu welcher Fraktion. Nein, ich wollte das gar nicht machen, ich wollte doch die GBA-Bosa-Festung wählen. Och nö, Kokospromenade ist nicht gut. Ich bin dafür, dass wir die Strecke fahren, die das Alien will. Viermal Shy Guy Strand, so pauschal, fünfmal so pauschal gesagt. Wenn man so viel redet, Leute, SNES Geisterteil, das ist auch gut. Wenn man so viel redet, den ganzen Tag über nur immer... Ja, genau, Bildschirm, Wert Black, ne? Wenn man den ganzen Tag über so viel redet, dann... Boah, irgendwann macht man einen Versprecher nach dem anderen, weil man einfach gar nichts mehr auf die Kette kriegt. So. Super Start. Wir wollen jetzt zeigen, wie das Spiel hier nicht geht und fahren dagegen. I can't believe it. It is so... difficult to explain what I feel when I drive against the wall. Ja, genau, hast du dir gedacht, ne? Nix für ungut, aber ich kenne den Weg. Arthur, King Arthur is behind us. He want to überholen uns. So. Oh, hör mal, Jack, ne? Hast du Turboantrieb hier oder Geisterantrieb oder was hast du da? Hast du neue Items kreiert oder was hat er da gerade gemacht? Aha. Ja, das passt mir nochmal. Wir sind Erster. Diego hört sich nach einem Spanier an, wenn ich da nicht falsch liege. Zumindest vom Namen her, aber das heißt ja nichts. Aha. Ja, und nein, ich hab ihn getroffen und fahr dagegen. Das war very ärgerlich. Aber jetzt will ich mir doch noch das Rennen sichern. Und nein, Diego, du darfst mich nicht überholen. Ich bin Erster geworden, Leute. Sehr geil. Yay. Und Flimmer-Action Extreme. Warum flimmert das denn so teilweise? Ich verstehe es nicht. Irgendwie arbeitet der Grabber auch schon immer ganz so, wie er mal sollte. Verzeiht mir, das ist ja gerade extremst. Naja, jetzt geht's wieder. Also wie gesagt, verzeiht mir bitte kleinere... Flimmerstörungen oder auch Tonschwankungen. Das ist halt immer so eine Sache mit dem Grabber. Der kommt langsam auch schon in die Jahre und da muss langsam irgendwann mal ein neuer her. Wenn ich mir da einen neuen besorge, dann hole ich mir, gebe ich ein bisschen was mehr aus. Da wird ein bisschen mehr Qualität dann drin sein. So lange müsst ihr euch aber noch mit dem zufrieden geben. Aber ich denke, das geht doch eigentlich. Wenn das nicht so extrem flimmert, dann geht das. So, erinnert mich dran. Ha, ihr könnt mich ja gar nicht dran erinnern. Ich will jetzt nämlich, SNES hier, Bosa-Festung 3-Dingens machen. Bitte warten. Ja, wir warten doch. Was, bleibt uns eine andere Möglichkeit, außer zu warten? Nö, bleibt uns nicht. Könnt ihr euch sparen. J-Day, King Arthur. Und zwar, das hier. Das ist eigentlich meine absolute Lieblingsstrecke, diese Bosa-Strecke. Fahre ich richtig gerne. Wir unterstützen unseren Alien-Freund jetzt mal. Erich von Däniken. Das ist bestimmt Erich von Däniken, Leute. Was ist der bestimmt? Der hat jetzt eine neue Alien-Theorie bestimmt entwickelt. Und das, ich sehe das. Es ist immer Flimmer-Action. Ich verstehe nur wirklich nicht, warum das so ist. Und yay! Habe ich das gerade zu spät gesehen, weil ich ja über den Fernseher spiele, aber auf dem PC aufnehme und das über den Grabber ja auch gucken kann.
Ich hoffe, dass da jetzt nicht so allzu viel Flimmer-Action ist. Wenn doch, tut mir wirklich leid, Leute. So, zwei und Gas! Mal gucken, wie gut wir hier abschneiden. Hier war ich bisher immer relativ gut, aber Ausnahmen bestätigen die Regel und bisher ist eine... Ja, man kann nie wissen, sagen wir es so. So, im Moment läuft es relativ gut. Sehe ich doch mal so. Aber immer wenn ich sage, es läuft relativ gut, kommt auch schon die nächste Überraschung eigentlich. Bisher noch keine Negativüberraschungen gehabt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Das würde mich nämlich wirklich freuen. So, das Power-Up haben wir schon mal nicht mitgekriegt, weil wir in der Luft waren. Auch da haben wir jetzt einen kleinen Vorteil von vielleicht einer Nanosekunde gehabt. Bringt uns natürlich so richtig viel, ich weiß, Leute, aber warum denn nicht? Auch eine Nanosekunde ist eine Nanosekunde oder 10 hoch minus 9 Sekunden. So, auf geht es. Wir haben einen riesigen Vorsprung. Da kann eigentlich nicht mehr viel passieren, aber auch hier ist wieder das Wort eigentlich das Problem. Weil, wie ihr wisst, Mario Kart ist gerade in der letzten Runde so sozial wie sonst niemand auf dieser Welt. So. Aber, ja, genau. Und da, wenn man sich so einen dummen Fail leistet. Aber das ist eben das, was Mario Kart auch ausmacht irgendwo. Es ist, auf der einen Seite muss man es natürlich können. Auf der anderen Seite ist es ein Spiel, was auf totaler Ungerechtigkeit teilweise beruht. Und auch irgendwo auf Glück. Entweder man hat gute Items, oder man hat sie nicht, oder man bekommt die Items zur richtigen Zeit. Oft ist man nämlich sehr gut dran, wenn man so im Mittelfeld landet, erstmal, bis zur dritten Runde. Und dann kurz vorm Ziel irgendwie so ein richtig geiles Item bekommt. So einen goldenen Pilz von mir aus. Irgendwie sowas. Dann ist man nämlich oft nochmal richtig gut im Kurs dabei und gewinnt das Ganze. Und mir tut meine Hand weh, weil ich mir da gestern mit dem Messer einmal reingeschnitten habe. Ah. Aber egal, Dummheit muss bestraft werden. Insofern sehe ich das nicht so eng. Wir werden jetzt erstmal unsere, oh, Bananas behalten. Und gucken. Ja, jetzt war es das auch mit dem Behalten. Die sind weg. Immer wenn ich diese schütteln mache, dann schüttel ich meinen ganzen Körper und meinen ganzen Kopf mit. Und dann verrutscht das Headset immer. Das ist eigentlich Mist, aber... Was soll man machen? Ich bin mit Leib und Seele bei dem Spiel dabei. Da kann man nicht anders reagieren. So, zack. Yay, hast du gut gemacht, Daisy. Kriegst du einen Keks von mir? Oder wie im Zirkus oder im Zoo? Im Zirkus war das. Kriegen die Pferde ja immer so einen Zucker. Ja, das soll jetzt nicht heißen, dass Daisy Pferd ist, ne? Versteht das nicht falsch. Die Tiere. Auch Daisy ist kein Tier. Ah, hab mich schon, wieder so reingeredet, Leute. Egal. Mist. So. Aber die Strecke haben wir geschafft. Wir waren permanent Erster. Wir waren nie Zweiter, nie Dritter, nie Vierter, nie Fünfter. Und wir haben die Strecke als Erster abgeschlossen mit einem grandiosen Vorsprung. Und jetzt kriegen wir den blauen Panzer rein. Ja, den hättet ihr mir in dem Fall auch schon früher geben können, weil da wäre nicht mehr viel passiert. Wir hätten trotzdem noch gewonnen. So, ich weiß nicht, ob da jetzt Flimmer-Action war während des Rennens. Ich glaube nicht, aber war ja auch nicht wirklich spannend. Wir haben das ja ganz locker gemacht hier. Die anderen brauchen erstmal 3 Millionen Jahre. Ich habe jetzt Durst, Leute. Ich werde jetzt etwas trinken. Gutes Volvic-Wasser, wenn ihr euch fragt, was trinkt der denn da eigentlich? So. Plus 61, wir sind nahe der 8000. Aber auch das ist bei Mario Kart so eine richtig unfaire Sache, zumindest beim Online-Modus. Es kann durchaus passieren, dass man einfach gekickt wird. Also man fliegt einfach aus dem Internet raus, ohne Vorwarnung. Und ja, wenn man mitten im Rennen ist, dann bedeutet das so an die minus 200 bis 300 Punkte. Und wenn man das Ganze dann auch noch nachts um 1:30 spielt und das dann auch noch mit Coutelio spielt, ne? Und man dann rausfliegt, er sich übelst einen ablacht und man eigentlich Erster war und schon im Ziel drin war und dann trotzdem minus 250 kriegt. Ja, dann kann das schon mal einen Ausraster bescheren, der dann nicht mehr so lustig ist. Aber mein Gott, Leute, es war aus der Situation heraus, ne? Es ist ja auch nichts kaputt gegangen. Ich habe mich einfach nur innerlich sehr aufgeregt. Innere Aufgewühltheit. Und, ach nö, die mag ich eigentlich nicht so hier, die Strecke. Das ist nicht so mein Fall. Ich habe jetzt gar nicht mitgekriegt. Ich war hier so am Erzählen, habe rausgeguckt, habe getrunken, alles Mögliche gemacht, aber nicht geguckt, welche Strecke. Naja, ich schweife eh gerne ab, was Erzählungen angeht. Da bin ich ganz groß im Abschweifen. So. Guck mal hier. Zack. Hoch.
Und runter. Dam, da, da, da. Zelda ist so gut.